Herr Bosbach, Frau Dittfurt ist persönlich vom Verhalten und von ihrer in Anführungszeichen Argumentation unerträglich. Warum wurden Journalisten verbindet? Nein, Herr Bosbach, bleiben Sie bitte bei mir. So. Wir haben, Sie sind noch gar nicht jetzt dran, Frau Dittfurt, bewegen Sie sich mal mit Ihrem Fächer und lassen Sie mich mal hier zu Ende reden. Vielleicht das wir ist den der einen Punkt. Nach dem das ist genau der Punkt, Herr von Aken. Wenn nämlich Leute wie Sie zugegebenermaßen an diesem Sonnabend eine relativ friedvolle Demonstration hinbekommen haben, Sie sich aber überhaupt nicht auch von bei Ihrer Demonstration von diesem schwarzen Block distanzieren, Sie ihn noch willkommen heißen in Ihrer Demonstration. Was ist das für ein Bild für die Bevölkerung, für die Menschen, die einfach schlicht und ergreifend zwei Tage lang ertragen mussten, wie dieser schwarze Block diese Stadt auseinandergenommen hat? Distanzieren Sie sich mal von Ihrer Polizeiführung. Unterirdisch. Ich distanziere mich überhaupt nicht von der Polizeiführung, weil diese Polizeiführung einen tollen Job gemacht hat. Dazu gehört Herr Dudde und dazu gehört Herr Mayer. Und das muss ich mir von Ihnen nicht sagen. So viele Dutzende von Journalisten hunderte von CNN hat berichtet, MCN hat berichtet, NDR hat berichtet, Deutschlandfunk hat berichtet, ganz viele Bilder und ganz viele Filmausschnitte. Ich merke, ausgewiesene Presseleute. Das ist einfach gesappelt, was Sie hier machen. Einfach dummes Gesappel. Also, Herr Lenders und Frau Dittfurt, ich darf Sie jetzt mal auseinander dividieren. Es gab, Herr Lenders, beides. Es gab Journalisten. Den Bürgerkrieg hier nicht fortsetzen. Die Frage ist doch, was von dem, was er sagt, oder Herr Bosbach sagt, was davon rechtfertigt, dass Grundrechte weggenommen werden, weil Leute schwarz gekleidet sind, darf man deswegen woanders nicht verbunden. Herr Bosbach, bleiben Sie bei uns. Sie müssen. Das geht doch nicht. Einen Moment noch. Was ich mitmache und was ich nicht mitmache. Aber Sie sind ja gerade gar nicht. Sie sind einfach nur beleidigend. Nein, aber wie kann erwachsener Mensch Liebe, meine lieben Gäste, ich habe Sie alle eingeladen. Nein, ich habe Herrn Lenders in geradezu unverschämter Weise angegangen. Aber er kann sich selbst verteidigen, Herr Bosbach. Darf ich Sie bitten? Bleiben Sie bei mir, weil das macht keinen Sinn, wenn wir nicht mehr reden können, Herr Bosbach. Ich habe Ihnen vor 10 Minuten, 15 Minuten gesagt, was ich mitmache und was nicht. Frau Dittfurt ist persönlich vom Verhalten und von ihrer in Anführungszeichen Argumentation unerträglich. Warum wurden Journalisten verbindet? Nein, Herr Bosbach, bleiben Sie bitte bei mir. So. Er ist von Anfang an schon gut. Frau Dittfurt, jetzt muss ich mal eines tun. Jetzt darf ich Sie was Böses sagen. Nee, gar nicht. Jetzt muss ich Sie tatsächlich auch bitten, die Sendung zu verlassen. Dann haben wir wieder eine Parität hier. Warum soll ich gehen? Weil ich glaube, dass wir dann tatsächlich weiter in Ruhe diskutieren können. Und ich würde gerne die Diskussion in Ruhe. Wenn Sie darauf achten, dass er mir nicht dauernd ins Ohr brüllt. Nein, ich würde gerne die Diskussion fortführen. Ich glaube, die Parität ist dann wieder gegeben, wenn wir mit Herrn von Aken, Herrn Lenders und Frau Barley und Herrn Jörges diskutieren. Das ist wirklich an dieser Stelle der Sendung so aus dem Ruder gelaufen, wie diese